Bei unserer Verkaufsarbeit treffen wir auf ganz unterschiedliche Menschen. Ganz unterschiedliches kommunikatives Verhalten, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Wünsche. Wie können wir uns im Verkauf optimal darauf einstellen? In Typisch Kunde werden darauf Antworten gegeben und die sehen wir uns jetzt an. Vielleicht kennen Sie diese Situation. Wir treffen einen neuen Menschen und ganz schnell entscheidet sich, ob wir miteinander können oder nicht. Mit einigen Menschen klappt das von Anfang an richtig gut. Wir kommen leicht ins Gespräch, wir verstehen den anderen, er versteht uns. Ein Wort gibt das nächste. Wir haben richtig Spaß am Gespräch. Wir können auch kontrovers über etwas diskutieren, aber es funktioniert einfach richtig gut. Das Gespräch läuft und am Ende eines Gesprächs kommen wir in der Regel zu einem guten Ergebnis. Und dann gibt es die Situation, da klappt das nicht so gut. Und im privaten Bereich entscheiden wir uns ganz häufig dann dafür, dieses Gespräch eventuell nicht zu sehr auszudehnen und vielleicht auch mit diesem Menschen nicht unbedingt mehr Zeit zu verbringen. Was nun tun, wenn ich im Verkauf oder in der Beratung tätig bin? Habe ich tatsächlich die Gelegenheit oder ist es mein Job, zu entscheiden, mit wem ich privat befreundet wäre oder nicht? Bin ich ein guter Verkäufer, wenn ich nach Nase vorgehe? Bin ich ein guter Berater, wenn ich danach vorgehe, wer mir gefällt oder nicht? Ein Kunde oder ein Klient hat einen Anspruch darauf, von einem Verkäufer oder Berater einfach optimal bedient zu werden. Er hat einen Anspruch darauf, dass der Verkäufer sich auf seine Bedürfnisse einstellt, seine Welt versteht, ermittelt und das bestmögliche Angebot zusammenzustellt. Ja, schauen wir einfach mal an, was uns ein Typischkunde zu diesem Thema erwartet. Denn das ist eine spannende Frage. Was verbindet uns und was trennt uns? Und wie können wir diese Verbindung im Verkauf herstellen, auch dann, wenn der erste Augenblick vielleicht sagt, nein, mit dir wäre ich vielleicht nicht befreundet. Also der erste Teil im Buch, da geht es um die Typologie an sich, die Verhaltenstypen, die Kommunikationstypen und die sind dem Riemann-Thomann-Modell entnommen. Der Fritz Riemann war ein Psychologe, der in München gelebt hat und der, ähnlich wie Jung und Freud, sehr bekannt, unglaublich viel über Menschenkenntnis zusammengetragen hat. Der Christoph Thomann ist ein Trainerkollege, schon ein bisschen älter, lebt in der Schweiz, der im Hamburger Arbeitskreis für Kommunikation und Klärungshilfe mitarbeitet und der hat die Erkenntnisse von Fritz Riemann in ein sehr, sehr griffiges Modell gepackt, das Riemann-Thomann-Modell. Die Grundeckpfeile sind Nähe, Distanz, Dauer und Wechsel, aber auch das wird im Buch sehr detailliert beschrieben. Das zweite Kapitel des Buches geht darauf ein, welche Kundentypen wir antreffen, woran wir sie erkennen, an welchen Sprachmerkmalen, an welchen äußerlichen Merkmalen, an welchen Verhaltensmerkmalen, welche Wünsche sie haben und welche Bedürfnisse sie haben, was sie mögen und was sie nicht mögen. Das ist einfach sehr wichtig, um ein passendes Angebot für einen Kunden zusammenzustellen. Im dritten Teil des Buches gehen wir an die Umsetzung dieser Typologie im aktiven Teil, wenn wir etwas darstellen, wenn wir etwas präsentieren oder wenn wir in die Argumentation für Produkte oder Lösungen gehen. Ein extra Kapitel widmet sich dem Thema Einwandbehandlung. Welche typischen Einwände hat der Kunde, der einzelne Typ? Was findet er gut, was findet er nicht gut und wie können wir optimal damit umgehen? Nicht wie können wir Einwände entkräften, sondern wie können wir Einwände benutzen, um den Kunden noch besser zu verstehen, um unser Angebot anzupassen, damit am Ende ganz genau das angeboten wird, von dem der Kunde sagt, das ist genau das, was ich benötige. Wenn es um Einwandbehandlung geht, sprechen wir natürlich nicht von Manipulation. Es geht nicht darum, Einwände zurückzuweisen oder den Kunden von etwas zu überzeugen, was er gar nicht benötigt oder was er gar nicht will. Es geht darum, Einwände zu respektieren, also eine Meinung des Kunden, um herauszufinden, was er wirklich benötigt, was er gut findet, was er nicht gut findet, was von unserem Angebot für den Kunden passt und was wir ihm gewinnbringend für beide anbieten können. Wenn wir von Kundentypologie sprechen, dann können wir auch von einer Verkäufertypologie sprechen. Und in einem weiteren Kapitel wird genau das untersucht.
Es ist sehr spannend festzustellen, wer wir selbst sind, wie wir verkaufen, was unsere typischen Argumentationen sind, was für uns passt, was wir eventuell auch so sehr aktiv in ein Gespräch einbringen, was wir vielleicht auch verpassen, wenn wir nicht darauf achten. Und in einem Schlusskapitel wird ein Persönlichkeitstest angeboten, in dem der Verkäufertyp festgestellt wird mit seinen Stärken, seinen Schwächen, seinen typischen Verhaltensweisen, seinen typischen Kommunikationsweisen, um aus diesem Selbstbewusstsein einfach noch besser zu werden, stärker zu werden, überzeugender zu werden und echter zu werden. Es geht nicht darum, anderen etwas vorzuspielen. Es geht darum, sich besser zu verstehen, verschiedene Positionen zu begreifen, zu sehen, wer ist vor mir, wer bin ich und wie kriege ich eine optimale Verbindung zustande. Typisch Kunde wird Ihnen in der Praxis dabei helfen, empathischer zu werden, Kunden in ihrem Typ besser zu verstehen, sich besser auf sie einzustellen, um ihnen wertfrei zu guten Lösungen und guten Produkten zu verhelfen. Darüber hinaus erfahren Sie eine ganze Menge über Menschenkenntnis, über sich selbst, wenn Sie den Test machen, über Ihre Stärken und über Ihre Schwächen. Und es wird Ihnen am Ende beruflich gesehen ganz viel Spaß machen, das Buch zu lesen. Ich wünsche Ihnen spannende Lektüre.